Hallo meine Süßen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Und zwar gibt es heute ein Video, das ihr euch schon sehr lange gewünscht habt. Und zwar ist es das Schminksammlungsvideo. Ich habe mir jetzt ein paar Tage was darüber überlegt, wie ich das denn so aufbaue. Und ja, ich hoffe, ihr seid zufrieden, was ich jetzt vorhab. Es wird ein sehr langes Video, das müsst ihr auf jeden Fall jetzt schon wissen. Also holt euch am besten was zu essen und was zu trinken. Und ja. Dann war es jetzt eigentlich schon von mir, dann seht ihr mich jetzt eigentlich nicht mehr, denn heute steht die Schminke im Vordergrund und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt einfach. Viel Spaß! Ich lasse meine Kamera auf ein Stativ, so dass es nicht so allzu wackelt, weil da wird mir immer total schlecht, wenn die Leute das machen. Ich sehe jetzt natürlich nicht, ja, was ich euch hier zeige, doch so geht's. Also ich fange jetzt hier einfach mal an. Ihr kennt ja meinen Schminktisch. Da ist links eben so eine Schublade, da habe ich jetzt meine Highlighter drin. Also ich kann die euch jetzt mal also zeigen. Also ich habe zum Beispiel die Mary Luminizer von The Balm oder hier aus der Fantasia LE von Essence, hier von Sleek den Glisten Me Illuminator. So gedacht, ich zeige euch wie gesagt die verschiedenen Kategorien von mir und sage euch dann, was ich zurzeit am liebsten mag. Also zurzeit am liebsten mag ich als Puder Rouge, also als Puder Highlighter den Fantasia Highlighter von Essence und als Creme Highlighter die von MAC, die, wie nennen die sich nochmal, Cream Color Base in Hush und Pearl. Genau. Ihr seht ja, ich habe hier ganz viele von Sleek. Zum Beispiel den Pantau, den Suede, Flamingo, Sunrise, Santorini, Pomegranate, Fanberry und Rose Gold. Das sind meine ganzen ja, Sleek Blushes. Am liebsten mag ich da zurzeit den Suede. Ja, das ist eben so eine Nude-Farbe. Ja. Dann habe ich dann zum Beispiel noch hier unten ein MAC Rouge in der Farbe Style. Dann habe ich vom P2 den Bronzer, den ich so toll finde, den ich ja schon ja, hier bis aufs Pfännchen aufgebraucht habe. Dann habe ich zum Beispiel noch hier von Catrice aus der neuen LE. Den Creme, die Creme Blush von Kiko, die Nummer 103. Das ist auch eine wunderschöne Farbe. Trage ich im Sommer richtig, richtig gern. So könnt ihr es vielleicht am besten erkennen. Das ist so ein Rosa. So, dann habe ich hier unten, wie ihr vielleicht erkennen könnt, meine Essence Eyeshadow Bases. Ja, noch ein paar Blushes von LEs oder aus dem Standardsortiment. Apropos Apricot. Von Catrice zum Beispiel. Dann habe ich hier noch den Gel Eyeliner von Essence stehen. Sleek Contour Kit. Ja, in Light. Von Mimimi meine Blushes. Habe ich einmal so einen rosanen. Ja, und noch den Rouge. Hier oben habe ich dann noch meine MNY Blushes stehen. Und einen von Alverde und meine Creme Blushes, also einmal den von NYX, Rose Petal und von Maybelline. Der. So, dann habe ich hier meine ganzen Concealer, wie der zum Beispiel jetzt hier von MAC. Da habe ich den noch von P2. Und da habe ich dann meine ganzen Foundations. Da habe ich euch ja mal ein Foundation-Sammlungsvideo gemacht. Das kann ich euch ja gerne unten in die Infobox verlinken. Da habe ich dann zum Beispiel Bourjois Healthy Mix. Finde ich ja total schlecht. Ist mir einfach viel zu trocken. Ja, und davon wäre auf jeden Fall mein Liebling zurzeit. Da kann ich mich kaum entscheiden, weil ich immer alles so mische. Also auf jeden Fall ein All-Time-Favorite, die Photo Finish. Ich mag aber auch gerne das Soft and Natural Make-up zurzeit. Ja, oder auch sehr gerne Revlon Colorstay oder
L'Oreal Lumi Magique. Also die sind so die gängigsten, was ich eigentlich täglich benutze. Oder auch das Neue, was ich habe von Yves Rocher, das Replumping, die Replumping Serum Foundation. Die finde ich auch super. Ja, hier unten habe ich dann, das könnt ihr jetzt nicht sehen. Hier unten habe ich jetzt noch ein paar Blushes stehen, weil die nicht mehr reinpassen. Da habe ich dann zum Beispiel, von Kiko einen. Da kommt auch noch ein Haul in den nächsten Tagen. Da habe ich einen Creme-Blush aus einer LE, aber da seht ihr, wie gesagt, seht ihr alles in dem Haul. Oder hier das von Essence aus der LE, das Renesme Red. Andere Seite, so. Ja. So, dann räume ich das mal auf die Seite. Dann habe ich hier unten, wie ihr sehen könnt, noch eine Schublade. Da sind dann noch Blushes von mir drin. Seht ihr ja einmal von der Essence Roller Girl LE oder von Catrice die ganzen Blushes, die ich habe aus dem alten Sortiment. Essence Marble Mania LE. Also ich habe meistens wirklich LE Blushes. Dann hier auch von Essence so ein Multicolor. Ja, und die benutze ich aber nicht so häufig. Also hier dieses Bronzing von Basic, das benutze ich immer, wenn ich feiern gehe. Ja, oder hier noch ganz alt von der P2 Black Deluxe LE, so ein schönes Rot. Also das sind so die Blushes, die ich nicht so häufig benutze, deswegen sind die auch da unten. So, dann könnt ihr ja schon erkennen, dass ich hier meine Paletten habe. Diese Dinger hier habe ich von meiner Mutter, also die kann ich euch nicht empfehlen. Übrigens, diese Displays kann ich euch auch gerne mal unten in die Infobox verlinken. Die bekommt ihr bei Amazon. Da ist mir leider eins kaputt gegangen oder meinem Freund, deswegen muss ich mir da auch noch welche bestellen. Auf jeden Fall habe ich hier meine Paletten. Hier hinten, wo jetzt der freie Platz ist, habe ich meine ganzen Sleek-Paletten. Die habe ich jetzt schon mal rausgeräumt, dass ich euch die besser zeigen kann. Ja, meine liebsten Sleek-Paletten zurzeit sind auf jeden Fall die Sleek Eau Naturel Palette. Das ist diese hier. Ich weiß nicht, wie gut ihr das erkennen könnt. Habt ihr schon in vielen Videos von mir gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingspaletten zurzeit. Und ja, die Storm-Palette auf jeden Fall. Also das sind die zwei Paletten, zu denen ich zurzeit am meisten greife. Dann wisst ihr ja, habe ich noch die Paraguaya-Palette, die Me, Myself and I-Palette habe ich noch, wo mir leider der Ton rausgebrochen ist. Dann die Sunset-Palette habe ich ja noch und die Oh So Special habe ich auch noch. Die ist auch ganz toll, also die mag ich auch sehr gerne. Aber wie gesagt, die Eau Naturel und die Storm-Palette benutze ich zurzeit am meisten. Und ich habe auch noch zwei neue Paletten, da kommt aber dann mehr im Haul. Da habe ich mir einmal die Sparkle 2 Palette geholt und die Ultra Mattes Versus 2 Dark Palette. Ja, werdet ihr aber, wie gesagt, auch im nächsten Video sehen. Hier habe ich dann meine eigenen Paletten. Ihr kennt sie. Das sind diese Bindenboxen von DM, von Jesa. Und da habe ich, wie gesagt, so meine Catrice Lidschatten depottet. Oder hier sind zum Beispiel auch in dem weißen, hier sind meine MAC Lidschatten drin. Da habe ich zum Beispiel einmal Sable, Patina, Woodwinged, Bronze und Sumptuous Olive. Und hier sind noch aus der LE von Essence die Creme Blushes. Ich weiß gar nicht mehr, wie die LE hieß, keine Ahnung. Genau, die habe ich da drin. Dann habe ich noch drei kleine Paletten. Einmal von Essence eine Palette. Ui, so. Die Sun Club Palette, Glamour to Go Eyeshadow nennt sich die. Und das ist die 02 Long Beach. Finde ich eigentlich auch, hat eigentlich echt schöne Farben, kann ich also nichts gegen sagen. Dann habe ich vom P2 die Style Deluxe, den Style Deluxe Designer mit diesem Braun mit drin und mit diesem Silber. Und vom Beauty UK die Nummer 1. Genau, das sind so meine Paletten, die hier vorne stehen. Also, wie ihr jetzt erkennen könnt, habe ich hier ein Regal. Das ist mein Lippenstiftregal.
Also hier von Essence, gerade habe ich viel von NYX, ja, wieder von Essence. Dann darunter, ich habe die per Marke habe ich die sortiert. Also hier sind meine ganzen Elf Lippenstifte, da habe ich ja 3 Stück. Hier sind die ganzen Essence Lippenstifte, wie ihr erkennen könnt. Dann aus LE, dann hier auch nochmal Essence. Dann kommt das eigentlich hier runter. So. So, dann geht es hier weiter mit Alverde. Da habe ich auch eigentlich nur aus LEs 3 Lippenstifte. Dann habe ich 2 von L'Oreal. Das sind das hier meine ganzen Kiko Smart Lipsticks, die für 2,50 Euro. Dann habe ich jetzt aus der, da wird auch nochmal im Haul was kommen. Dann habe ich hier aus der jetzigen Kiko LE noch so einen goldenen Lippenstift. Ja, dann auch aus, ich weiß gar nicht, wie die Lippenstifte da heißen, also die man hier so rausdrücken kann. Da habe ich diesen schönen dunkelroten von Kiko. Die Nummer 511 wäre das. Dann habe ich, gehen wir mal runter, hier unten meine ganzen Catrice-Lippenstifte. Also hier diese ganze Reihe ist Catrice. Da habe ich auch aus LE hier die 4 Stück. Das ist hier alles Standardsortiment Ultimate Color. Ultimate Shine ist hier. Da ist aber auch noch ein LE-Produkt dabei. Auch welche, die schon aus dem Sortiment draußen sind. Dann habe ich hier von P2 welche von Limited Editions. Also einmal hier von Nicki Minaj, das Dupe zu dem Nicki Minaj Lippenstift, der so lecker nach Pfirsich riecht. Das war aus der P2 Mission Summer Look LE. Und ich liebe den Lippenstift. Ich habe ihn zwar nur einmal oder zweimal getragen, aber der Duft, der erinnert mich so an den Sommer. Das ist voll der Wahnsinn. Also wenn ich an dem rieche, kriege ich richtig, richtig Lust auf Sommer. Und das finde ich richtig toll. Dann habe ich hier 2 Rimmel Lippenstifte. Dann sind hier meine ganzen Sleek True Color Lipsticks. Da habe ich matte und auch, ja, nicht matte. Also da habe ich zum Beispiel die Farbe Peaches and Cream. Oder hier habe ich jetzt geschenkt bekommen die Farbe Cranberry. Das ist so ein ganz dunkles Rot. Aubergine, bisschen. Ja, dann habe ich hier drüben noch ein L'Oreal Caress Lippenstift. Da will ich mir auch noch mehr holen, aber ist jetzt nicht so dringend. Dann habe ich hier noch einen ganz, ganz alten, den ich aber wirklich sehr gern mag, wie man vielleicht so erkennen kann. Ja, der war mal von Maybelline oder so. Dann habe ich einen Revlon Lip Butter Lippenstift, der jetzt schon richtig ausgenudelt ist schon. Da ist nicht mehr viel drin. Und zwar die beliebteste Farbe, würde ich denken sogar, Peach Parfait. Sind wirklich toll, werde ich mir auch auf jeden Fall noch welche holen. Finde ich richtig, richtig super. So, und dann gehen wir mal ganz runter. Und da kommen wir dann schon zu den ganzen P2 Lippenstiften, die ich habe. Also einmal habe ich ja 4 Stück aus der Sheer Glam Reihe. Und dann die restlichen sind aus der ganz normalen P2 Reihe. Und jetzt müsste ich ja meine Lieblingslippenstifte zur Zeit raussuchen. Zu einem wäre das Kiko 92, also die Farbe 92, die trage ich euch auch heute auf den Lippen. Die habe ich zwar erst seit ein paar Tagen, aber die finde ich wunderschön, die Farbe. Auch noch von Kiko die Farbe 11, also ist auf jeden Fall ein All-Time-Favorite. Ist so ein natürliches Rosa, sieht super toll aus. Und auf jeden Fall, mein absoluter Lieblingslippenstift ist von P2, die Farbe Grease, die mir so zerschmilzt, wo ich mir definitiv auch nochmal nachkaufen werde. Echt eine super Farbe, ja. Das wären so die Farben, die ich zurzeit am liebsten eigentlich trage. Ja, also eigentlich kaum irgendwie winterlich, aber ja, weiß ich auch nicht. Da habe ich jetzt hier noch ein paar Paletten liegen. Also einmal die Cosmetic Cosmo Palette, wo ihr eben konturieren könnt und alles. Und meine eigene Palette, wo ich mal so Essence-Lidschatten depottet habe. So, mein Ständerchen hier. Das kennt ihr ja schon aus den alten Videos. Da habe ich jetzt meine Creme-Lidschatten drin. Da habe ich ja von Catrice ein paar. Hier von den Maybelline-Tattoos. On and On Bronze zum Beispiel.
Ja, das sind wie gesagt die alle von Catrice. Mein absoluter Lieblings-Lidschatten und Creme-Lidschatten ist Lord of the Blinks von Catrice. Es ist einfach nur der wunderschönste Ton der Welt und ich werde dem auf jeden Fall noch ein Video widmen und euch ja mal zeigen, was man mit dem alles so anstellen kann. Dann habe ich hier hinten auch, was ich heute auf den Lippen trage, von Clarminute, diesen Lip Perfector, Instant Light Lip Perfector. Ja, in der Farbe 01. Ja, finde ich eigentlich echt toll. Also ich mag den Geruch, ich mag, wie es sich auf den Lippen anfühlt und ja, der Preis, ob der jetzt wirklich gerechtfertigt ist, ich glaube, der kostet 15 Euro oder so, kann ich noch nicht genau sagen. Ich trage ihn auch nicht so häufig, weil da ist er mir dann echt zu teuer. Also ich trage ihn nur an gewissen Anlässen oder zum Beispiel, wenn ich jetzt richtig Lust auf ihn habe, weil er riecht so nach Jahrmarkt. Dann habe ich hier hinten noch, ja, einmal, ich glaube, das ist so ein Co-Liner, steht da jetzt drauf von Sleek. Ich glaube, dass es ein Lip-Liner ist, also den habe ich geschenkt bekommen und ich weiß nicht recht, was da ist, aber ich glaube, das ist ein Lip-Liner. Und dann habe ich von Sleek, ist es von Sleek? Nee, Quatsch, von Kiko diese Lip-Gloss-Pencils. Ja, da habe ich 4 Stück. Ich kann euch ja mal die Farben sagen. Ich habe die Farbe 90, 15, 16 und 5. Ja, da könnt ihr so ein bisschen die Farben erkennen. Werde ich, wie gesagt, auch nochmal im Haul was dazu sagen. Dann habe ich hier drüben, weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt, hier meine Eyeliner. Da ist jetzt zum Beispiel der hier mein liebster Eyeliner zurzeit, weil es einfach am schnellsten geht. Finde ich wirklich toll. Ja, wie gesagt, von den Creme-Lidschatten ist Lord of the Blinks mein Liebster, wollte ich nur sagen. Und von den anderen kann ich noch nicht sagen, die habe ich noch nicht ausprobiert. Deswegen kann ich dann nicht sagen, welchen ich am liebsten mag. Dann sind hier meine NYX Jumbo Eyeshadow Pencils. Da habe ich ja 3 Stück. Einmal French Freeze, Milk und Black Bean. Ja, dann habe ich hier, wie gesagt, meine ganzen Kajalstifte von P2, von Essence, habe ich diese Long-Lasting-Dinge, dann die Standard-Essence-Kajalstifte, vom P2 so ein Smoky-Eye-Stift, den Highlighter von Catrice, da könnte ich auch noch mal ein Video drüber machen, wenn ihr wollt. Ja, was habe ich denn dann noch? Ja, dann hier zum Beispiel von Max Factor noch so ein Lipfinity-Dingsbums da. Dann habe ich hier drüben meine Mascaras stehen. Da habe ich ja zum Beispiel die Astor Big & Boo Mascara, die The Giant Catrice Mascara von Manhattan, die Super Size, P2 Lash Diviner, so, Volume Million Lashes, Essence Multi Action False Lashes, ja, dann hier von Dramatic Length Mascara von Beauty Cycle. Und natürlich die Essence Isle of Extreme und die würde auch gewinnen. Also das ist meine absolute Lieblingsmascara. Ich muss mich echt beherrschen, nicht jeden Tag sie zu nehmen, weil ich muss ja meine anderen Mascaras auch noch aufbrauchen. Aber ich würde sie am liebsten jeden Tag nehmen. Ist also meine absolute Lieblingsmascara. So, genau. Dann sind hier, wie gesagt, noch meine ganzen Pinsel. Da sind auch noch ein paar Kajalstifte drin, also ja, auch noch welche von Essence. Also das ist bei mir nicht allzu geordnet. Also hier ein paar Lip-Liner von Essence. Ja, hier von so einer LE von Essence so ein Eyeshadow-Pen. So Glitzer-Eyeliner. Na, noch so ein Glitzer-Eyeliner. Also die ist alles so ein bisschen gemischt. Also da gucke ich mir das dann immer alles an. Also es muss bei mir nicht so geordnet sein. So, jetzt schieben wir mal ein bisschen rüber. Da habe ich dann, wie gesagt, hier meinen Spiegel für das Augen-Make-up. Dann habe ich hier zum Beispiel die Naked-Palette, die Catrice Paris Collection-Palette, die Essence Your Cupcake-Palette habe ich da noch. Also diese 3 Paletten habe ich hier rumstehen. Dann habe ich hier ein Schächtelchen. Da habe ich meine ganzen Pigmente drin. Na, wo? So rum, so rum. Da habe ich dann zum Beispiel von Essence hier dieses Perfect Face Fixing Spray. Das ist ja bei mir bald alle ist. Das kommt dann ins Aufgebraucht-Video. Da werde ich dann aber einfach Wasser reinfüllen, um meine Pigmente eben nass aufzutragen. Ja,
Da habe ich auch noch die Art Deco Eyeshadow Base mit drin. Oder hier der Gel Eyeliner von Catrice. Ja, da habe ich dann zum Beispiel Pigmente von Essence oder von MAC, Coco Motion, ja, oder von NYX hier so ein paar Pigmente. Ja, oder hier noch von der LE von Catrice. Am liebsten mag ich eigentlich alle, also da, für mich gibt es keine Unterschiede, obwohl die Essence nicht so allzu gut sind, sie sind nicht so pigmentiert, aber die NYX sind zum Beispiel sehr, sehr gut und die von MAC sind auch wirklich gut, obwohl da manche auch nicht so gut pigmentiert sind, aber ich mag die eigentlich alle gerne, also ich kann nicht sagen, welche Farbe mir jetzt davon am besten gefällt. Am interessantesten würde ich sagen, finde ich zurzeit, na, wo habe ich es jetzt hingelegt, diese Farbe hier. Und zwar ist die übelst mit Glitzer. Oh, ich könnte es wahrscheinlich sehr gut erkennen. Da werde ich auf jeden Fall an Silvester was mitschminken. Ja, das ist die Farbe Broadway Scarlet von Essence. Wunderschön. Ich finde es wunderschön. Ja, genau. So, dann gehen wir jetzt mal weiter. War, habe ich hier noch Schubladen. Genau. Da habe ich dieses System hier, ist von Ikea. So muss ich mal wieder raus. Also diese Dinger hier sind von Ikea, die kann man dann in diese Ikea ja, Kommoden reintun. Das Ding hier ist von DM und das Regal hier, von das Lippenstiftregal ist von Amazon. Das kann ich euch auch nochmal verlinken. Aber hier habe ich auf jeden Fall noch ein paar Lidschatten drin. Ich zoome euch jetzt einfach mal so ein bisschen rein, dann könnt ihr ja mal gucken, was ich so habe, weil es ist halt einfach viel zu viel, um euch da alles zu zeigen. Also von Catrice, von Essence. Ja. Hier habe ich dann auch noch ein paar Kiko-Lippen, Lidschatten, Catrice. So, das könnte jetzt sein, dass das alles ein bisschen unscharf wird. Ich kann euch jetzt nicht mehr ranzoomen, weil mit meiner anderen Kamera stimmt irgendwas nicht. Deswegen muss ich jetzt mit meiner Spiegelreflexkamera filmen. Also da habe ich dann auch noch ein Duschgel mit drin und halt, wie gesagt, alles ein bisschen so Verpackungsmaterial, nichts Wichtiges. Hier so ein bisschen was von Max Factor und von Sun Club und ja, so ein bisschen Mischmasch einfach, aber die Sachen benutze ich meistens nicht so. Sondern hier unten habe ich jetzt nochmal zwei so Fächer voll. Da sind dann einfach Sachen drin, die ich nicht benutze. Also wie hier zum Beispiel von MAC, dem Marilyn Monroe Beauty Powder. Die benutze ich einfach nicht. Also wenn den jemand kaufen möchte, dann schreibt mich doch einfach an unter MAC Marilyn Monroe Highlighter oder sowas. Also das ist dieser Highlighter, wie gesagt. Und den benutze ich einfach nicht. Deswegen werde ich den auch verkaufen. Ja, dann habe ich hier meistens eigentlich hier so Foundations, die mir zurzeit einfach zu dunkel sind. Also das sind so die Sachen drin, die ich zurzeit nicht benutzen kann oder nicht benutzen möchte. Ja, genau. So, und das wäre es dann eigentlich schon. Also hier unten habe ich nochmal so ein Schubfach. Da sind auch noch so ein paar Lippenprodukte drin. Also meistens hier so Lipglosse einfach. Ja. Genau. Und das wäre es dann. Also das wäre meine gesamte Schminksammlung. Mit allem drum und dran. So. Das war jetzt meine gesamte Schminksammlung. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe es so gemacht, wie ihr es wolltet. Also ich hätte mir jetzt gedacht, wenn ihr irgendwas jetzt Bestimmtes, irgendwas nochmal detailliert sehen wollt, wie zum Beispiel meine ganzen Lippenstifte, dann mache ich da einfach ein extra Video drüber. Dann swatche ich euch die zum Beispiel auch alle mal auf den Lippen oder so, wenn ihr das unbedingt halt mal sehen wollt. Deswegen habe ich es jetzt mal so gemacht. Ich hoffe, es hat euch, wie gesagt, gefallen. Und ja, dann war es das jetzt wieder von mir. Und dann sage ich jetzt Tschüss und bis zum nächsten Video.